böses Buch. Also hast du zwar einen Schlüssel für die Vitrine, aber du darfst sie nicht öffnen. Genau. Ich gehe dann mal. Man sieht sich. Bis bald, Derek. Ja, hat natürlich nichts drin. Warum hier ein Globus steht, verstehe ich nicht. Ich wette, die meisten Leute haben hier noch nicht einmal das Nachbardorf gesehen, geschweige denn die ganze Welt. Ein Fass mit Rum. Ein Fass, wie sie hier überall im Dorf stehen. Vermutlich gab es hier früher eine blühende Fassindustrie. Ein Ofen. Ein alter, gusseiserner Ofen. Ob der zur Ausstellung gehört? Ich denke mir mal nicht, dass der zur Ausstellung gehört. Hallo, Bobby. Hi, Darren. Sag mal, Bobby, die Vitrine da hinten, ist die schon lange kaputt? Ja, Darren, seit 27 Tagen schon. Wie ist denn das passiert? Ich weiß es nicht. Eines Morgens war die auf einmal kaputt. Also ist jemand eingebrochen und hat den Inhalt gestohlen? Ja, das hatte ich schon ganz vergessen. Aber das ist nicht so schlimm, es war nur eine Kugel drin. Was denn für eine Kugel? Eine große, schwarze. Danke für die Auskunft. Bitte, Darren. Wegen der schwarzen Kugel nochmal. Ja? War die Polizei denn da? Nein, die interessiert das nicht, sagt Mrs. Puff. Aha. Und wen interessiert es dann? Die Versicherung. Mrs. Valley, glaube ich. Sie hat sich das angesehen. Danke dir, Bobby. Ich gehe dann mal. Bis bald, Derek. Das gehört nicht. Putzmittel, ein Wischmopp, Besen. Das Fenster ist verschlossen. Können wir mit Touristen reden? Ich wüsste nicht, was ich... Ah, mit dem Mann können wir... Ich wüsste nicht, was ich... Und sie soll ab unsere Gründe... Denn wenn darum die Mitarbeit kein... Seid wach. Das Schloss für die... Ja, da habe ich einmal auf das Buch geklickt... Das Licht ist aus und die Tür ist verschlossen. Die Uhr am Turm hat gewaltige Ausmaße. Dafür ist sie stehen geblieben, wie es scheint. Na. Das müsste das haben. So, gehen wir nochmal auf den Jahrmarkt und sprechen mit dem Chili-Verkäufer. Texas Chili. Eine Zeit werde ich jetzt erstmal. Ein Chili-Stand. Etwas schäbig. Und es sieht nicht so aus, als wäre viel los. Reden wir mit Tom und in der Zeit trinke ich was und mache deswegen mein Mikrofon aus. Guten Tag. Was wollen Sie, normal oder extra? Was? Normales Chili oder extra scharfes Chili? Eigentlich. Fürs Herumstehen wird all niemand. Die Was können Sie mir über Willow Creek erzählen? Keine Ahnung. Bin hier geboren und werde hier sterben, schätze ich. Aha. Klingt nicht so, als wäre hier viel los. Ist es auch nicht. Vor 10, 12 Jahren ging es hier kurze Zeit hoch her. Da konnte man Kohle mit den Touristen verdienen. Alle dachten, dass es aufwärts geht. Aber das war nicht so. Eine Menge Leute haben viel Geld verloren, weil sie investiert haben. Und dann nach und nach die Besucher wegblieben. Der alte Mary mit seinem Hotel zum Beispiel. Der steht sogar noch halbwegs gut da. Hat überall seine Finger im Spiel und nimmt sich seinen Teil. Andere hat's schlimmer erwischt. Sind pleite gegangen. 2, 3 haben sich aufgehängt. Was können Sie mir zu Miss Valley sagen? Ist eine Verrückte, war mal in der Klapse. Und da gehört sie auch wieder rein, sage ich. Was ist mit ihr? Ist sich damit klargekommen, was mit ihrem Bruder passiert ist.
Nun kommen Sie schon. Raus mit der Sprache. Vor 12 Jahren. Die Mordserie. Der Mord, der landesweit am meisten für Aufsehen sorgte, war der Mord am kleinen Vic Valley. Ein kleiner Junge, der von Samuel Gordon beim Steinkreis im Wald abgeschlachtet wurde. Und zwar auf unappetitliche Weise. Das ist ja furchtbar. Und Miss Valley ist die Schwester. Sie hat ihn am nächsten Tag entdeckt. Hat ihren ganz schönen Knacks verpasst. Hat aufgehört zu essen und hat mit niemandem mehr gesprochen. Als sie Rattengift geschluckt hatte, hat man sie eingewiesen. Mann. Und trotz allem ist sie zurückgekommen und lebt jetzt ausgerechnet in Willow Creek? Er tauchte nach ein paar Jahren wieder auf. Die Ärzte meinten wohl, es ginge ihr besser. Aber einmal Dachschaden, immer Dachschaden, sage ich. Genau. Nein, natürlich nicht. Was können Sie mir über das Museum sagen? Noch so eine tolle Idee aus dem Rathaus. Wer will den Schrott da drin schon sehen? Alles Scheiße. Naja, die Chronik der Gordons ist schon beeindruckend. Was soll an einem verdammten Buch schon beeindruckend sein? Bringt es mehr Leute ins Dorf? Nee. Und Bobby? Diese beschissene Mrs. Paft aus dem Rathaus hat ihm den Job besorgt. Ein unerträglicher Gutmensch. Mischt sich ständig ein und wiegelt Bobby gegen mich auf. Er scheint seinen Job sehr ernst zu nehmen. Blödsinn, ich kenne mich aus. Wenn jemand in das Museum einbrechen wollte, wäre Bobby kein Hindernis. Zum Glück haben sie dem Idioten nicht einmal eine Waffe gegeben. Wieso? Fragen wir ihn doch. Bobby im Museum hat mir erzählt, dass Sie sein Bruder sind. Er machte einen netten Eindruck. Wenn Sie nur ein paar Stunden ertragen müssen, vielleicht. Aber ich muss mich Tag aus, Tag ein mit dem bescheuerten Idioten herumschlagen. Der bekommt nichts auf die Reihe. Aber alle Welt kümmert sich um ihn. Weil er es doch so schwer hat. Neidisch? Neidisch? Auf den Idioten? Wohnt er bei Ihnen? Seit unsere Eltern tot sind, habe ich ihn an der Backe. Man sollte ihn in ein Heim stecken, wo noch mehr solche Spacken eingecheckt haben. Aber wer soll das bezahlen? Schön zu hören, wie Ihre Familie zusammenhält. Finde ich auch. Wer sind Sie? Was geht dich das an? Mein Name ist Darren. Ich studiere englische Literatur und möchte etwas über Land und Leute erfahren. Kommt Ihnen das bekannt vor? Sollte es? Eine Kommilitonin von mir müsste neulich hier gewesen sein. Keine Ahnung. Sie wäre Ihnen aufgefallen. Groß, hübsch. Habe ich nicht gesehen. Und ich stelle mir ja fast den ganzen Tag die Beine in den Bauch. Mein Name ist Tom. Schwarze Kugel? Wissen Sie etwas von einer schwarzen Kugel? Wurde vor etwa 4 Wochen aus dem Museum gestohlen. Hab davon gehört. Interessiert mich aber nicht. Der Jagdmarkt? Nicht gerade viel los hier, hä? Wem sagst du das? Menschenmengen von überall her. Jede Menge hungrige Kunden, haben sie gesagt. Dabei ist es jedes Jahr schlechter geworden. Ist Willow Creek nicht auch zu klein für einen Jahrmarkt? Das haben sich die ganzen Extraschlauen im Rathaus überlegt. Haben wohl gedacht, die Leute aus der ganzen Region kommen hierher. Früher funktionierte das ja auch. Da wollten sich alle das Mörderdorf mal ansehen. Aber heute, Fehlanzeige, ein einziges Verlustgeschäft. Die Leute lassen sich mit ein paar Karussells und Buden eben nicht anlocken. Und wer muss die Zeche für diese großartige Idee zahlen? Ich! Gehört Ihnen der Pub? Woher wissen Sie das? Miss Valley meinte sowas. Mit der Tussi sollten Sie sich nicht einlassen. Die hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Wann öffnet der Pub? Heute Abend, nachdem ich den Stand dicht gemacht habe. Die Arschlöcher im Rathaus zwingen mich, ihn mindestens von 11 bis 17 Uhr offen zu halten. Dabei habe ich noch so gut wie nichts verkauft. Ey, wenn's nach mir ginge, hätte ich das Ding hier schon längst in den Kanal geschoben. Oder dem Bürgermeister in den Arsch. Ich muss weiter. Wie nett? Ich will ihn gerade nicht stören. Gasflaschen? Gasflaschen. Eine rote und eine blaue. Vermutlich, um den Grill zu betreiben. Darauf wetten würde ich aber nicht. Das muss die Bank von Willow Creek sein. Hahaha. Kleiner Witz am Rande.
Pre-Pub. Das Gebäude sieht aus, als hätte man es vor Jahren renoviert, dann aber völlig verkommen lassen. Überall an den Wänden ist Schmutz und Staub. Ein Wasserschlauch würde Wunder wirken. Aber viele machen sowas nicht. Das ist geschlossen, warum? Der Pub hat noch dicht. Genau. Und wieder ein Fass. Ein umgestürztes Holzfass. Reine Show für die Touristen, schätze ich. Bäckerei? Das scheint eine Bäckerei zu sein. Oder es muss vor Jahren hergerichtet worden. Nehmen wir doch mal die Karte. Willow Creek, die Teile, ja. Academy, Lake Mirror. Da können wir hier sehen, die Morde. Henry ertränkt im Brunnen gefunden. Vic, okkult im Steinkreis erstochen. William von Turm auf Zaunfall gestürzt. Dr. Herman taubtet in seinem Haus. Robert begraben. Oder was steht da? Begraben neben dem Leuchtturm. Ich will ja nicht zum Hotel. Die Häuser dort sehen genauso. Da gibt's doch ein Seil. Dann nehmen wir uns vielleicht mal das Seil vor. Ein altes Seil. Es ist hier oben um den Pfahl gewickelt und das andere Ende. Ich kann nicht erkennen, wo es hinführt. Zieh das Seil heraus. Guck, was sich dahinter verbirgt. Aha, ein kleiner Eimer. Vielleicht will einer der Anwohner Geld sparen und holt sich einen Teil seines Wassers aus dem Kanal. Der Eimer ist mit Kanalwasser gefüllt. Im Eimer macht es eigentlich einen recht sauberen Eindruck. Zumindest sieht es sauberer aus als im Kanal. Der Eimer ist... Nee, sonst gibt's hier nicht. Ein großes Fass. Das Museumsschild. Und sonst müsste es eigentlich... Willow Creek. Das Schild haben sich die Einwohner sicher was kosten lassen. Obwohl es hier ständig regnet, ist das Fass so gut wie leer. Scheint wohl irgendwo undicht zu sein. Vielleicht doch überall. Achso, ich kann hier mir alles angucken. Eine Schatzkiste. Ich habe einen Schatz gefunden. Jetzt bin ich reich. Und hier sehen Sie die weltberühmten Milchkannen aus Willow Creek. Das ist nur eine blöde... Eddie hätte seine Freude an diesem Regal. Es gibt hier normale Teller, bemalte Teller, verzierte Teller und Gläser mit Erde? Mehr möchte ich auch eigentlich gar nicht. Eine Glocke. Was das wieder sollte, weiß ich auch nicht. Was steht hier? Totenglocke aus der Kirche von Warmhill. Vermutlich gibt's die Kirche nicht mehr. Ich wüsste nicht, was ich mit...